Das Robert-Koch-Institut meldet weniger Corona-Neuinfektionen. Jedoch bedeutet dies nicht unbedingt, dass es weniger Infektionen gibt. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit höher als das beobachtete Infektionsgeschehen. Dies betont der Vorsitzende des Verbands akkreditierter Labore in Deutschland, Michael Müller, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND. Derzeit beträgt die 7-Tage-Inzidenz 1141,8, was der tiefste Stand seit Ende Januar ist. Dem Verband fiel auf, dass weniger PCR-Tests angeordnet wurden. Doch die Zahl der positiven Schnelltests sei mit 53% weiter hoch. Daraus lässt sich schließen, dass sich das Infektionsgeschehen weiter auf hohem Niveau bewege. Die Rechnung des Verbands: Es gibt eine hohe Zahl von Infizierten, die nicht getestet wird. Somit erscheinen sie nicht in der Corona-Statistik. Es wird eindeutig weniger getestet, der Bedarf ist offensichtlich geringer und das Verhalten der Bevölkerung ändert sich auch, erklärt Müller den Sachverhalt. Die Menschen würden selbst entscheiden, ob sie einen Test machen. Das RKI habe keine genauen Zahlen der Dunkelziffer, teilte eine Sprecherin dem RND mit. Eine Studie des Universitätsklinikums Mainz kam zu folgendem Ergebnis. Die Zahl der Infektionen sei etwa doppelt so hoch, wie die an die Behörde gemeldeten.